Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel. Eine sonderbare Wirtszeche. Manchmal gelingt ein mutwilliger Einfall, manchmal kostet's den Rock, oft sogar die Haut dazu. Diesmal aber nur den Rock. Denn obgleich einmal drei lustige Studenten auf einer Reise keinen roten Heller mehr in der Tasche hatten, alles war verjubelt, so gingen sie doch noch einmal in ein Wirtshaus und dachten, sie wollten sie schon wieder hinaushelfen und doch nicht wie Schelmen davonschleichen. Und es war ihnen gar recht, dass die junge und artige Wirtin ganz allein in der Stube war. Sie aßen und tranken gutes Mutes und führten miteinander ein gar gelehrtes Gespräch. Als wenn die Welt schon viele tausend Jahre alt wäre und noch ebenso lang stehen würde und dass in jedem Jahr, an jedem Tag und in jeder Stunde des Jahres alles wieder so komme und sei, wie es am nämlichen Tag und in der nämlichen Stunde vor 6000 Jahren auch gewesen sei. Ja, sagte endlich einer zur Wirtin, die mit einer Stickerei seitwärts am Fenster saß und aufmerksam zuhörte. Ja, Frau Wirtin, das müssen wir aus unseren gelehrten Büchern wissen. Und einer war so keck und behauptete, er könne sich wieder dunkel erinnern, dass sie vor 6000 Jahren schon einmal da gewesen seien. Und das hübsche, freundliche Gesicht der Wirtin sei ihm noch wohl bekannt. Das Gespräch wurde noch lange fortgesetzt, und je mehr die Wirtin alles zu glauben schien, desto besser ließen sich die jungen Schwenkfelder den Wein und Braten und manche Brezel schmecken. Bis eine Rechnung von 5 Gulden 16 Kreuzer auf der Kreide stand. Als sie genug gegessen und getrunken hatten, rückten sie mit der List heraus, worauf es abgesehen war. »Frau Wirtin«, sagte einer, »es steht diesmal um unsere Batzen nicht genug, denn es sind der Wirtshäuser zu viele an der Straße. Da wir aber an euch eine verständige Frau gefunden haben, so hoffen wir, als alte Freunde hier Kredit zu haben.« Und wenn's euch recht ist, so wollen wir in 6000 Jahren, wenn wir wiederkommen, die alte Zeche samt der neuen bezahlen. Die verständige Wirtin nahm das nicht übel auf, war's vollkommen zufrieden und freute sich, dass die Herren so vorlieb genommen. Zu gleicher Zeit aber stellte sie sich vor die Stubentüre und bat, die Herren möchten nur so gut sein und jetzt die 5 Gulden 16 Kreuzer bezahlen. Diese vor 6000 Jahren schuldig geblieben seien, weil doch alles schon einmal so gewesen sei, wie es wiederkomme. Zum Unglück trat eben der Vorgesetzte des Ortes mit ein paar braven Männern in die Stube, um miteinander ein Glas Wein zu Ehren zu trinken. Das war der gefangenen Vögeln gar nicht lieb, denn jetzt wurde von Amts wegen das Urteil gefällt und vollzogen. Es sei aller Ehren wert, wenn man 6000 Jahre lang geborgt habe. Die Herren sollten also augenblicklich ihre alte Schuld bezahlen und ihre noch ziemlich neuen Oberröcke in Versatz geben. Dies letzte musste geschehen und die Wirtin versprach, in 6000 Jahren, wenn sie wiederkommen und besser als jetzt bei Batzen seien, ihnen alles Stück für Stück wieder zuzustellen. Dies ist geschehen im Jahre 1805 am 17. April im Wirtshause zu Segringen. Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel.